Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines schickes Toy, das der Lederer einmal herstellen kann. Und zwar habe ich das schon einmal im Inventar. Das schimpft sich Schild des Handwerkers. Das kostet aktuell noch relativ viel Gold. Die Mattkosten sind aber nicht sonderlich teuer. Bei mir ist es hier minimaler Sofortkaufpreis 77k bzw. Marktwert sind so 50k. Aber ich kann es euch mal zeigen. Ich kann es jetzt mittlerweile selber craften. Und die Mattkosten sind eigentlich jetzt nicht sonderlich hoch. Wenn wir hier reingucken, mein Addon sagt Mattkosten 3400 Gold. Heißt, das ist auch aktuell noch eine Geschichte, die man gut flippen kann. Warum ist das Ding so teuer? Man kriegt das Rezept als Lederer erst, wenn man eigentlich der beschissensten Fraktion hier am höchsten Ruhm- oder Rufstufe ist in dem Fall. Und zwar beim Handwerkskonsortium Zweig der Dracheninseln. Da muss man auf hoch verehrt sein und dann kann man das Rezept erst holen. Deswegen ist es aktuell noch so teuer. Und dementsprechend habe ich mir das jetzt auch selber zusammengecraftet. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was das Ding macht. Und zwar stellt ein Schild auf, sodass alle sehen, wo die besten Waren, wo es die besten Waren gibt. Okay, das machen wir jetzt mal. Und zwar gibt es bei mir natürlich die besten Waren. Schauen wir mal, ob wir da auch irgendwo was beschriften können. Das gibt es ja bei den ein oder anderen Schild, wo wir dann Auswahlmöglichkeiten haben. Ne, da können wir nicht draufklicken. Ah, okay, das ist anscheinend die Vorderseite. Jetzt gehen wir mal einen Ticken näher ran. Und schauen uns das... Achso, da haben wir dieses Kamera-Ding vorne dran. Da muss ich mich auf die andere Seite stellen. Machen wir das mal so. So, jetzt sehe das vielleicht auch halbwegs gut. Also es ist anscheinend in irgendeiner drakonischen Sprache geschrieben, weil man jetzt nicht wirklich erkennen kann, was da drauf steht. Aber es sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Die Texturen sind schon ganz nice eigentlich. Ja, hat was. Braucht man das Ding jetzt unbedingt? Wahrscheinlich nicht, aber es ist wieder in der Sammlung ein Toy mehr. Und ja, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.